mit Radio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck. Hi. Hier sind wieder Königspython 73 und Exe, eure Tierfluencer. Hey, yo, Leute. Was geht? Heute sprechen wir mal über ein Tierchen, von dem viele Menschen die Nase voll haben. Genau, die Rede ist von einem Quälgeist namens Allergie. Man muss schon niesen, wenn man nur den Namen hört. Ja, eben. Wenn man eins sagen kann, dann, dass ein Leben ohne Allergie einfacher ist. Dieses hinterhältige Viech befällt einen regelrecht und man wird es dann auch nicht mehr los. Ja, Mann, wenn ich das schon höre, kommen mir die Tränen. Und jetzt mal Real Talk. Wenn dieses Tierchen nach dem Winterschlaf plötzlich auftaucht, hast du keine Chance. Dann nützt es auch nichts, wenn du Fenster und Türen schließt. Mit Allergie können wir Menschen also nicht gut leben. Und doch gibt es Tierchen, die uns diesen Plagegeist immer wieder anschleppen. Wie zum Beispiel das Weidekätzchen. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you und denkt dran, reinschauen rentiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.